Schau mal, eigentlich wollte ich hier an der Wohlschanz gelegenen Ladestation der Gegend laden, so wie dieser Tesla. Aber nein, dieser nette X5 blockiert den Ladeplatz. Und hier, Ja. der dürfte hier auch nicht stehen, aber ich stelle mich da jetzt nicht hin, ich weiß nicht. Gut, da, der ist sicher auch nicht behindert. Der vorher hier stand, der kam, war ein junger Mann, der hier geparkt hatte. Naja, aber seht ihr, die Lage ist schon schön. Ich zeige es euch gleich noch ein bisschen von näher. Hier haben wir ein kleines Restaurant. Hund gefällt es auch. Und ja, es ist auch kein Parkplatz frei wirklich. Hier haben wir diese hübsche kleine Bucht. In die andere Richtung da geht es zu einem hübschen kleinen Hafen. Ich blende euch auch mal ein paar Bilder ein. Mal sehen, wie das so klappt von wegen HDR und so. Ich stehe jetzt halt einfach mit ziemlich leerem Auto da und kann nicht laden. Es ist halt schon so, es war kein einziger Parkplatz frei. Ich musste auch irgendwie 10 Runden fahren und 10 Minuten warten oder so, um parken zu können. Hier hat es eine kleine Picknickstelle. Falls es euch interessiert, könnt ihr da ja ein bisschen lesen. Ist auch auf Englisch. Aber ich glaube, ich will euch eher sich zeigen. Da hinten der Pension Difac von Calpe. Hier sind wir auf dem Gemeindegebiet von Benissa. Eine weitere kleine Bucht, auch mit Zugang wahrscheinlich für Boote. Hier ist der Weg nicht mehr so gut ausgebaut. Ich könnte auch sagen, schon fast ein bisschen gefährlich. Schön ist schon, ne? Also hier drehe ich jetzt um, da heißt es Zugang verboten, Steinschlaggefahr. Ich weiß auch nicht, ob der Weg weitergeht. Nee, muss jetzt nicht sein. Im Hintergrund seht ihr Calpe. Etwas weniger malerische Häuser. Aber die braucht es halt auch, wenn so viele Menschen hierher kommen wollen. Hier Häuser quasi in erster Meereslinie. Die modernen da hinten, die sind dann schon etwas weiter weg. Die hier dürften aber auch schon durch das Küstengesetz betroffen sein, auch wenn es hier einen Weg hat, einen öffentlichen. Und das ist so
eines der Probleme in Spanien. Du weißt nie, wie lange dir das Zeug wirklich gehört, das du gekauft hast. Der nette Zeitgenosse ist immer noch da. Na gut, gehen wir nach Hause. Es ist heiß. Auch wenn es heute nicht so strahlend blauen Himmel gibt. Für uns beide reicht's, ne? Das Mädchen hier ist halt auch schon alt jetzt. Mal schauen, ob wir zu Hause ankommen. Ich sag's euch noch. Ich bin aber auch schlau. Ich habe das Auto irgendwie fahrbereit und mit laufendem Radio hier stehen lassen anscheinend. Und das, wo ich schon nur noch irgendwie 20% Akku habe. Naja. Wenigstens hat es niemand geklaut. Hier gibt es auch noch ein neues Restaurant, respektive das Restaurant war schon lange da, aber das war jahrelang geschlossen. Jetzt wurde es irgendwie umgebaut. Führt natürlich auch dazu, dass die Parkplätze besser besucht sind. Na, ich hoffe mal, ich komme noch heim. Ich habe laut Kenzie noch 4 Kilowattstunden im Akku. 20%. Und es geht jetzt nur noch nach oben, irgendwie 200 Meter. Gut. Das wird schon reichen. Aber ist schon knapper, als ich gerne hätte. Ich habe jetzt gerade übrigens einen Ioniq 5 gesehen. Bin an einem Kona Electric vorbeigefahren. Einem mit der, glatten Schnauze. Nicht so wie meiner, der dieses Muster hat. Dann natürlich der Tesla, den ihr auch gesehen habt. Und auf dem gleichen Parkplatz war auch noch ein mattfoliertes Model 3, der vielleicht auch gerne geladen hätte, wer weiß. Auf jeden Fall, matt sieht schon auch schön aus, aber ich würde es nicht haben wollen. Sehr unpraktisch, denke ich mal. Trotzdem fahre ich noch schneller als erlaubt, ne? Doch, es reicht schon. Ich habe jetzt sogar den Eco-Modus rausgenommen, damit ich ein bisschen stärkere Klimaanlage habe, weil es sind zwar nur 23 Grad, aber wahrscheinlich feucht, also ich schwitze ziemlich stark. Und ich habe es jetzt nicht mehr weit, also diese 15 Kilometer, die reichen locker. Er warnt ja noch nicht mal, also wahrscheinlich habe ich noch mehr als 10%. Ich kann jetzt natürlich nicht auf Kenzie schauen, weil ich filme. Ich kann es euch ja zu Hause dann schnell zeigen. Jetzt warnt er. Es ist natürlich so, ja, ich rechne irgendwie runter an den Strand fahren und wieder nach Hause sind so 20-25%, glaube ich. Von dem her bin ich schon davon ausgegangen, dass es reicht, aber es ist halt, wenn du 100% im Akku hast und 25% brauchst, ist das eine Sache, aber wenn du eben nur noch 25 im Tank hast und weißt, du brauchst 25% für die, weil beim Runterfahren brauche ich eigentlich so gut wie nichts. Aber ja, wie ihr seht, ich bin jetzt dann gleich zu Hause. Ich wollte euch eigentlich eher die Aussicht zeigen, nicht? Aber ja, so die gelbe Batterie, die sieht man auch selten. Was jetzt halt ein bisschen unschön ist, ist, dass ich erst nachts um 1 Uhr laden werde. Arme Batterie bleibt jetzt länger so leer. Aber der Strom ist mir jetzt zu teuer.
mache ich das Tor mal nicht mit Siri auf. Weil Siri gerade belegt ist. Das Tor hat jetzt einen neuen Fehler. Es geht bei ersten Versuch meistens nicht mehr auf, aber ich denke, das ist der Torflügel, der schon lange ein Problem hat, der das auslöst. Was allerdings schlecht ist, das Tor geht dann wieder zu und das dürfte eigentlich nie passieren. Normalerweise, wenn was klemmt oder so, müsste es wieder aufgehen, aber wie ihr seht, jetzt geht es wieder zu. Ja, das ist etwas davon, das repariert werden muss, bevor wir hier verkaufen können. So, ich bin zu Hause. Ich werde das Auto jetzt nicht einstecken, weil wenn ich jetzt einstecke, beginnt er mit dem Akku zu kühlen. Weil der hat zwischen 27 und 28 Grad. Ich blende euch das ein. Ich habe noch knapp 2 Kilowattstunden zur Verfügung. Ich schaue mir jetzt mal dieses Tor an. Vielleicht kann ich da selbst was machen. Na gut, Leute, wie auch immer, so viel zum Thema öffentliches Laden, nicht wahr? Also, macht's gut. Tschüss.